Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich habe eine Frage an euch. Die nächsten Giveaways oder um das nächste Giveaway. Und zwar, Hustle Skin Baron mal wieder einiges raus. Die Frage, die sich für mich da stellt, ist folgende. Die habe ich auch schon im Stream gefragt. Ich frage sie hier aber auch nochmal auf YouTube, weil ich hier eben dann nochmal etwas mehr erreiche als im Stream. Und zwar, sollen wir, so wie in der Vergangenheit sehr oft gemacht, eine teure Sache holen? Also jetzt sagen wir mal ein 50, 60, 70 Euro Knife, ja, um irgendein Beispiel zu nennen. Oder lieber mehrere kleinere Dinge. Wobei jetzt mit kleiner nicht Blue Skins gemeint ist, sondern eben ja hier sowas wie eine Jaguar oder eine Man of War und so weiter, eine Sugar Rush und Pipapo, ja. Sollen wir lieber eine große Sache kaufen oder eben ein paar kleinere, ja? Ach gut, Komodo. Sieht so richtig kacke aus. Wir gehen einfach kurz mal auf Knives. Das hier ist übrigens Skin Baron. So sieht Skin Baron aus für alle, die noch nicht da waren. Hier könnt ihr Skins verkaufen und kaufen für echtes Geld. Also bar aufs Konto, ja, nicht irgendwie auf Steam oder so ein Schotter. Sondern wenn ihr hier was verkauft und es gekauft wird, also gehen wir mal davon aus, ich würde das jetzt einfach kaufen, dann würde dieser jemand diese 190 Euro auf seinem Konto erhalten, auf seinem Skinbaron-Konto und die auszahlen lassen können. Auf sein normales Konto oder auch auf PayPal. So ist man natürlich viel flexibler, wenn man es auf dem Steam-Konto hat, ja, da kann man dann nicht viel machen. Wir gehen hier, wie gesagt, einfach mal kurz drüber, das sind Schnäppel alles, ne, wir haben hier oben Schnäppchen eingestellt, das ist immer zuerst eingestellt, man kann natürlich auch anderweitig sortieren und hier drüben alles mögliche einstellen, ne, den Preis, die Benutzung, also die Abnutzung und so weiter und so fort, Seltenheit und bla bla bla. Aber ich will das einfach mal nur so reinglotzen. Ich meine, das ist halt eine Sache. Das heißt, das ist ein Giveaway. Vielleicht noch als kleinen Input für euch, diese Knife-Giveaways, die gehen schon seit langem nicht mehr so gut, wie sie früher mal gingen oder liefen. Also in Sachen Buhai drumherum, also wie viele Leute darauf aufmerksam werden. Wo man vor 2, 3 Jahren noch wirklich richtig fett was ziehen konnte, ist es jetzt einfach genauso, wie wenn man halt einen lila Skin raushaut. Zumindest in Sachen Klicks und so weiter und so fort. Wenn man jetzt hier mal bei schweren Waffen durchgeht, da ist natürlich schon direkt einiges Schickes dabei. Guck mal, eine Nova Hyper Beast in FN. So eine Princess in FN. Hier, die hier ist auch edel. Ach, guck mal, da ist noch eine Fire Serpent, oder? Ach gut, warum nicht? Da eine Asimov ist doch ganz schnucklig. Eine Neon Revolution. Hyper Beast mit Stat Rack immer gern gesehen. Also, ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will oder worum es mir geht. Ja. Ich will einfach nochmal fragen, wo ihr hier am ehesten das Geld investieren würdet. Im Stream habe ich auch schon gefragt. Heute ist übrigens auch wieder Livestream. Gell, ab 18 Uhr. Der Livestream ist wahrscheinlich jetzt schon online. Also kommt jetzt direkt in den Stream. Da haben wir auch ein bisschen diskutiert und da haben wir dann eigentlich festgestellt, dass uns kleinere Dinge lieber sind, ne? So eine Cyrex auch mal, guck mal, sogar ein FN für 6,50 Euro oder hier eine Golden Coin. Das hieße dann logischerweise, dass es mehrere Giveaways gibt. Ich denke, die wenigsten gucken mittlerweile noch auf den Preis, also jetzt bei Giveaways und sagen, oh, da ist aber ganz schön viel im Pott, da muss ich mitmachen, sondern schauen eher danach, was ihnen gefällt und da ist wahrscheinlich schon so eine Auswahl auch nicht schlecht, ne? Wenn man da, guck mal, dann Aquamarine Revenge in Minimalware. Und so weiter und so fort. Ja. Ihr habt das Gesamtbild verstanden. Wozu würdet ihr mir raten? Haut es einfach in die Kommentare. Vielleicht mache ich auch eine Abstimmung. Da könnt ihr dann auch nochmal, abstimmen halt. Und dann wissen wir Bescheid. Soweit, so gut. Ich erwarte euch jetzt einfach frech, wie ich bin im Stream. Der läuft, wie gesagt, jetzt schon. Also ran an den Speckes. Wir sind wieder dick am Hasseln. Der letzte war sehr, sehr geil am Freitag. Holla die Waldfee. Und heute geht's auch wieder rund. Natürlich wie immer mit Giveaways und allem drum und dran. Also, es lohnt sich. Ne? Ciao, ciao.